Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und da sind wir wieder bei unserem Herzog Leopold III., der, ja, motiviert durch seine Feigheit das Herzogtum Thüringen allerdings in den letzten Jahren in eine sehr starke Position gebracht hat. Denn es hat wirklich enorm mächtige Bündnispartner, es ist diplomatisch abgesichert, es hat große mächtige Burgen und ein vergrößertes, deutlich vergrößertes Kriegsvolk. Also ein indirekter Effekt seiner Feigheit. Auch ansonsten ist alles eigentlich sehr geregelt, selbst im Reich. Nur eine Sache ist so ein bisschen offen. Ja, wir wissen ja, er hat eine Affäre und ich hatte ja so angedeutet, eigentlich als gefühlloser Mensch hat er die Liebe noch nicht kennengelernt und die Frage steht nach wie vor im Raum, ist das mit dieser Affäre vielleicht anders? Und ich würde das gerne ein bisschen mal prüfen, das zum Thema machen, indem wir Folgendes versuchen, indem wir ein Liebesdinge-Komplott starten. Gar nicht so sehr darum, aus der Perspektive, dass er jetzt in diesem Moment beginnt, sich darum zu bemühen, sondern wir stellen uns vor, das geht zwischen diesen beiden vielleicht schon länger hin und her. Und ja, wir werden mal gucken, wie das ausgeht jetzt in der nächsten Zeit. Ihr seht, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass das klappen wird. Und davon werden wir es einfach abhängig machen, ob er wirklich so etwas wie Liebe und Leidenschaft zu ihr empfinden kann oder ob es wirklich nur etwas Körperliches dann gewesen ist, ob er sich dann vielleicht auch irgendwann trennt. Ich würde sagen, wir starten damit mal. Und die Frage ist, was wir hier tun am Beginn des Ganzen. Die Zeit ist gekommen, offen zu meinen Gefühlen Grazia gegenüber zu stehen. Ich möchte, dass sie sich den Rest ihres Lebens an diesen Tag erinnert. Ja, gefühllos ist jetzt wirklich so eine Sache, ne? Ich lasse mich von einem Bauchgefühl leiten, ist bei Gefühllosigkeit eher schwierig, würde ich sagen. Ich finde, das ist noch das Nachvollziehbare für ihn, einen Brief, wobei sein Bildungsgrad ist erbärmlich. Ich glaube nicht, dass er schreiben kann. Und Übungskampf, dazu ist er wiederum zu feige. Also singt er. Er singt irgendwas. Ja, machen wir das. Ich habe eine klassische polabische Liebesballade gefunden, die perfekt zu Grazia passt. Ich übe sie immer und immer wieder, alles muss stimmen. Ich sehe meinen Augenstern durch die Gärten von Schmalkalden flanieren, umgeben von ihren Freunden. Mein Herz schlägt wie wild in meiner Brust, als ich vor ihr niederknie und zu singen beginne. Grazia wird rot wie ein Granatapfel, aber sie unterbricht mich nicht. Ihre Gefährten sehen allesamt beeindruckt oder eifersüchtig aus, ein gutes Zeichen. Ihr habt eine wunderschöne Stimme, mein Fürst, sagt Grazia, bevor sie von dannen eilt. Ihre Freunde folgen ihrem Nu und ich stehe da mit weichen Knien, während sie zwischen den Hecken verschwinden. Mein Herz pocht heftiger denn je. Tja, okay, alles klar, das geht weiter. Nun gut, schauen wir mal, was da passieren wird. Okay, es gibt eine Exkommunikation. Herzog von Piemont. Eine Sache sollten wir uns auch noch mal kurz vor Augen führen, wie die Lage ist hier um die Nachfolge des Kaiserthrones. Kaiser, so mächtig wie, glaube ich, von Anbeginn nicht, Manegold, ein echt würdiger, so ist auch sein Spitzname, 63 Jahre als Gesundheit, allerdings schon schlecht. So, und im Moment ist das ein wahnsinnig knappes Rennen, wenn wir uns das anschauen. Er hat aufgeholt, ne? Sein Sohn Prinz Valentin hat immerhin schon jetzt 6 Stimmen, aber Wilbert von Zähringen liegt immer noch vorne mit 7 Stimmen. Ganz interessant. Aber Valentin, der ist krank. Das könnte die ganze Sache noch verändern. Wir werden es weiter beobachten. So, wir haben das Jahr 1295 nebenbei erreicht. Adele und Wilhelm, unser Neffe, die können heiraten. Ja, sollen sie das tun? Ausgezeichnet. Wann ist es eigentlich bei uns soweit? Gertrude ist 14 inzwischen. Aha, bei Graf Clement ist 10, das dauert noch etwas. Und unser Erbe, Peter, im Übrigen verwundet. Vielleicht irgendein Spielbesuch. Hat eine erste Eigenschaft erhalten, er ist geduldig. Okay, mal sehen, wie das da mit ihm weitergeht. Eine seltene Blume. Als mein Schatz und ich durch die Gärten von Schmalkalden flanieren, zeige ich auf das Grün um uns herum. So schön Blumen auch sein mögen, gibt es doch keine einzige, die es mit euch aufnehmen kann, meine Fürstin.
Doch eine gibt es, erwidert sie mit einem neckischen Lächeln. Eine seltene Orchidee aus Rajputana, die so gut wie unmöglich zu kultivieren ist. Die Klosterruine in Köschek ist der einzige Ort, an dem sie in diesen Regionen gedeiht. Oha. Wir werden da mit Sicherheit nicht selbst hingehen. Aber wir könnten einen Händler finden. Wobei, der Staats... Boah. Ja, ich würde schon sagen, dass man da ziemlich verantwortungsvoll würde er, glaube ich, damit umgehen. Nein, wir geben ein Kompliment. Sicher verblasst diese Blume neben eurem edlen Antlitz. Ja. Ganz gut darauf reagiert. Aber dafür in die Schulden zu gehen, ich weiß nicht, so schätze ich ihn dann doch nicht ein. In letzter Zeit wurde mein Besuch bei Grazia alles immer ruiniert. Mein Vasall Bürgermeister Burchard folgt Grazia auf Schritt und Tritt wie ein verirrter Welpe. Seine Versuche, die Fürstin zu betören, sind lächerlich. Die Fürstin? Sie ist mit Sicherheit keine Fürstin. Egal. Doch ich fürchte, dass seine Beharrlichkeit belohnt werden könnte. Ein Duell werden wir mit Sicherheit nicht unternehmen. Aber hier, schaut mal. Ein bedauerlicher Fall von Lebensmittelvergiftung. Gefühllos und sowieso versiert im Ränkespiel. Das passt. Gucken wir mal, was da passieren wird. Nichts befriedigt so sehr wie ein perfekt ausgeführter Plan. Niemand hat bemerkt, wie ich das Gift in den Becher von Bürgermeister Burchard schüttete. Und das anschließende Spektakel wird so schnell wohl niemand vergessen. Er erbrach sich über die Gewänder von Grazia und sie war mir überaus dankbar, als ich sie aus dieser Misere rettete. Ha, sehr schön. Sie wird Bürgermeister Burchard nie mehr auch nur ansehen. Ja, okay. Und wir erhalten sogar ein Ränkespiel-Freischaltung. Enorm. Okay. Und der Kaiser wird vom Herzog... Okay, ich glaube, der Kaiser wollte den Herzog wahrscheinlich Titel wegnehmen, weil der ja exkommuniziert ist. Naja, das erklärt diese Situation. Definitiv. Er wollte ihm das Herzogtum wegnehmen. Hätte ich wahrscheinlich, oder hätten viele als Kaiser ähnlich gemacht. Und er wird es vielleicht auch durchziehen. Wie auch immer, in welche Richtung gehen wir denn jetzt mit unserem Ränkespiel? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Wahrheit ist relativ. Verführung ist jetzt nicht das, was er unbedingt machen will. Ich glaube, das passt zu ihm ganz gut. Okay. Also Druckmittel fingieren, Komplott. Das kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Geheimnisse aufspüren kann auch Druckmittel einbringen. Ja. Wir hatten tatsächlich relativ wenig Anlass, mal Geheimnisse aufzuspüren. Es gab hier wenig Verdacht für ihn. So, wie ist hier der Stand der Dinge? Ah, die Chancen sind immer noch nicht gut. Aber umso ja, relevanter wird dann das Ergebnis für uns werden. Die Palisaden sind gebaut. Okay, die Bitte. Fürstin Grazia, bitte sagt mir, wie ich euch meine Hingabe an euch beweisen kann. Grazia grübelt kurz über die Bitte nach, bevor sich ihre Miene aufhält. In letzter Zeit quälen mich Albträume. Wenn ihr mir wahre Hingabe beweisen wollt, dann steht vor meiner Kammer Wache und sorgt dafür, dass mich nichts Böses erreicht. Okay. Es spricht Feigheit gegen so eine Sache. Ich meinte, bei uns in Schmalkalden wird ja wohl nichts passieren. Ah, schaut mal hier. Ein Besen mit meinem Umhang. Darüber wird ebenso gut mit Albträumen fertig werden. Da tun wir das nur so. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Liegt er sie wirklich? Ich würde mal würfeln. 2. Also zieht er es durch. Ihr werdet ungestört schlafen. Okay. Der Lockruf des Schlafes ist stärker. Wir sind da gescheitert, okay? Und sie verliert Meinung von uns, ist angewidert. So, der Marschall ist in Chopron fertig. Er wird Befehlshaber ausbilden.
Okay, das ist jetzt kein gutes Vorzeichen. In Schmalkalden sind aber die Palisaden gebaut. Das heißt, wir sind hier schon bei einer Festungsstufe von 19 inzwischen. Wirklich beeindruckend. Und da ist es soweit. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich das Gesicht von Grazia. Ich finde einfach keinen Schlaf. Ich kann nicht länger warten. Gehüllt in die Schatten der Nacht begebe ich mich in den Garten außerhalb ihrer Gemächer. Beim Anblick des Fensters der Gemächer von Grazia schlägt mein Herz wild, so nah, doch so fern. Okay, da klettert jemand hoch. Wir sind aber zu feige. Wir rufen die Wachen. Wachen, Wachen, da ist ein Eindringling im Turm. Und wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, bedeutet das ein Scheitern. Es ist nichts wirklich dahinter, hinter dieser, ja, Liebschaft, wie man sie auch immer nennen mag. Die Frage ist, soll sie weiter unsere Affäre bleiben? Ja, aber eben eine, die wirklich nur einem Zwecke dient. Unsere Gefühllosigkeit hat sich einfach bestärkt und bestätigt. Darum ging es mir jetzt. Okay, eine Jagd. Wir kriegen eine Einladung von Herzog Siegbert in Ravensberg. Und ein Prachtturnier, das aber wahrscheinlich sehr weit weg ist. Oh ja, sehr weit weg. Ja, die Frage ist, wollen wir zur Jagd? Wir sind nah dabei. Na, ich würde sagen, ja. In 7 Monaten können wir aufbrechen. Also so im Juni erwägen wir das mal, wenn bis dahin nichts Besonderes passiert. Oh, wir haben einen Spitznamen, der Zaghafte. Lehnsherr, habt ihr gehört, wie man euch nennt? Sagt man Höfling Gunhilda zu mir und sich durchs Haar fahrend. Man nennt euch Herzog Leopold der Zaghafte. Nicht gerade das, was man wohl als schmeichelhaft bezeichnen würde. Doch ihr werdet daran wohl nichts ändern können. Gewöhnt euch lieber daran, kichert Gunhilda, während sie davon spaziert. Okay, das hat sie aber irgendwie sehr gehässig gesagt. Gunhilda, du weißt, mit wem du gesprochen hast. Gunhilda von Nassau. War das nicht mal die ehemalige Ärztin? Ja, kommt. Die kann froh sein, dass wir sie jetzt einfach mal wegschicken. Ha, wir könnten sie zum Gelübde auffordern. Das finde ich ganz gut. Aber das mag sie vielleicht sogar. Sie nimmt einfach mal so an. Ja, das findet sie gut. Nee, das machen wir nicht. Verlasse diesen Hof. Muss sie draußen schlafen. So, der Zaghafte. Sanftmütig, gar schreckhaft ist dieser Charakter, sodass direkte Konfrontationen ihm gar nicht liegen. Ja, aber in der Sache, um ehrlich zu sein, passt das eigentlich ganz gut zu uns. Befehlshaber ist hier verbessert worden. Aktivitätseinladung haben wir im Blick. Ja, ein Anspruch auf die Grafschaft von Vaas. Nur mal so neugierigerweise in der Nachbarschaft. Da hat unser Herrscher aber keine Ambitionen. Und natürlich hat der Lehnsherr den Krieg gewonnen und der wird vermutlich seinen Titel verlieren. Gehe ich mal von aus. So, ein Leben des Ruhms ist hier der nächste Schritt. Auswirkung von Ruhmstufen 100%. Und wir sind im Mai, das heißt, wir können gleich in Würde altern. Wir können gleich mal aufbrechen und uns der Jagd anschließen. Ups. Genau. Die Waldpirscher, doch, brauchen wir doch. Die Söldner nehmen wir auch mit, einfach wie gesagt, weil wir feige sind. So, auf geht's. Wir werden zum Duell aufgefordert. So. Und wir werden natürlich Sieghart wiederum auffordern, der unser Leibwächter ist, für uns zu kämpfen, das ist ganz klar. Und Sieghart gewinnt auch den Kampf hervorragend. Hat er gut gemacht. So, wir erreichen den Ort. Herzog Siegbert von Westfalen ist Gastgeber. Erfolgschancen sind nicht gerade
groß, aber es scheint tatsächlich eine klassische Jagd zu sein. Mhm. Gegen wen oder gegen was? Um was geht es? Oh mein Gott, Wölfe. Nein. Ach du Schreck. Gefahr leidlich sicher, aber das klingt für ihn nicht so richtig sicher. Und nun ist es soweit, Gertrude zumindest wird erwachsen. Ein kaufmännisches Genie. So, was passiert hier? Ich denke, unser Vorsatz, Erholung ist gut. Mein Schwiegerneffe Wulf. Ach, das Herzog Wulf von Hessen. So fröhlich und pflückt Lilien. Scheint jedes Interesse an der Jagd verloren zu haben. Okay, er mag die Pflanzen. Ah. Tja. So richtig. Ehrlich gesagt, so richtig Lust auf die Jagd haben wir nicht. Deswegen würde ich mal sagen, faszinierend. Was ist das für eine Blume? Tun wir einfach mal so, als ob wir uns dafür interessieren. Oh. Wen haben wir denn hier? Hm, weit weg von den anderen finde ich eine Hütte, in der einer der schönsten Menschen wohnt, die ich je gesehen habe. Sie lud mich ein, zu bleiben und mich auszuruhen. Ich bin überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten ich mit einer Gemeinen habe. Müsst ihr denn schon wieder zu eurer Jagdgesellschaft zurückkehren, Herr? Okay. Ja, ich würde sagen, dann werden wir Irmgard mal beschlafen. Auch das führt nur dazu, dass wir keinen Wolf jagen müssen. Okay, Sonnenaufgang in der Zweisamkeit. Als ich meinen Aufbruch vorbereite, bekomme ich die Gedanken an ihr vor Leidenschaft verzerrtes, wunderschönes Gesicht nicht aus dem Kopf. Sie streichelt über das Fell, auf dem wir lagen, während sie mir zusieht. Das muss nicht unsere einzige gemeinsame Nacht bleiben, schnurrt sie dann. Doch, doch, ich fürchte schon. Ja, wir wissen ja jetzt, wie wir drauf sind. Und Schwiegernichte Adele hat einen Sohn. Wilhelms Sohn heißt auch Wilhelm. Sehr schön. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Balduin gibt ein Signal, die ganze Gruppe Wölfe hockt in einer Niederung nicht weit. Die Biester springen auf, als wir uns annähern, schlagen heulend Alarm, ziehen sich in die Büsche zurück, wobei sie uns mit ihren von der Natur gegebenen Waffen Reißzähnen drohen. Herzog Siegberg denkt einen Augenblick nach, ehe er nach links deutet, kommt, wir schneiden ihm den Weg ab. Ja, Herzog Siegberg versucht, den Wolf mit dem Bogen aus dem Hinterhalt zu treffen, das passt mir ganz gut. Eieieiei. Okay, er macht die Arbeit, das ist ja hervorragend. Herzog Siegbert zielt genau, während das Tier auf uns zustürmt. Der Pfeil trifft das Tier mitten ins Herz. Guter Schuss, wunderbar. Okay, alles klar. Uns interessiert das gar nicht so sehr. Wir sind einfach nur froh, dass wir ohne große Gefahren und Blessuren hier durchgekommen sind. Er wiederum erhält hier Wolfsreißzähne. Nicht schlecht. So, damit reisen wir wohl zurück. Und da passiert nichts mehr. Hervorragend, die Regentschaft endet. Unser Bruder Otto ist verstorben. Das ist natürlich jetzt eine bedeutsame Entwicklung. Derjenige, der kurzzeitig Katara gewesen ist. Und das Ganze wird doch sicher vererbt, oder? Ja, tatsächlich. An unseren Neffen Adolf, der gichtgeplagt ist. Selbst aber noch nicht verheiratet, dementsprechend auch keine Kinder, aber Geschwister hat. Ah, okay, alles klar. Der Bruder Johann II., der jetzt Oberbürgermeister von Turin ist, der würde im Zweifel erben. Also es bleibt hier in der Hand der Familie. Hat auch zu etwas Anspannung geführt, die aber kein Problem darstellt für uns. So. Manegold. Okay. Ja, wenn der Kaiser einlädt und das auch noch in der Nähe, das sind seine neuen Besitztümer in Polen, da können wir nicht ablehnen. Aber gleichzeitig gibt es hier noch eine andere Aktivität, oder? Wo ist denn der Kaiser? Ach nee, der jagt woanders wahrscheinlich, oder? Ist gerade... Ah, doch, hier. War irgendwie ein Fehler. Also, das ist eine Jagd. Diese Jagd findet in 6 Monaten statt. Dezember, Januar, Februar, März, April.
wir sollten so April ungefähr aufbrechen. Ja, da kann man nicht Nein sagen, wenn der Kaiser schon einlädt, dann sollte man dabei sein. Graf Waldemar in seinem Alter verwundet, das ist gefährlich, er ist selbst schon gebrechlich, wird noch ausgebildet, na sowas. So, das Hasenfell ist vernichtet. Das war für unseren Mann nicht von großer Bedeutung. Das hält noch 11 Jahre, das noch 17 Jahre. Das sind die wichtigen Dinge, die er hier immer bei sich trägt. Naja, die Frage ist, der Kaiser selbst ist jetzt auch gerade noch... Achso, der reist selbst auch erstmal an. Ja gut, klar. So, in 29 Tagen sollten wir aufbrechen. Dann machen wir das jetzt. Reise scheint problemlos zu sein. Es gibt auch keinen Wald in der Nähe. Wir werden uns der Jagd anschließen mit 13 Leuten im Gefolge. Wahnsinn. Und da geht's nochmal los. Okay, es geht um die Kornfelder südlich von Naumburg. Okay, Miroslav beobachten wir. Er nutzt scheinbar ein großes, flaches Holzstück und einen schweren Stein, um das Getreide in raschem Tempo abzuflachen. Okay, ich frage ihn, was er genau macht. Er zuckt zusammen und beginnt dann mit einer langen Tirade darüber, dass wir alle aufwachen und unsere wahren Meister kennenlernen müssen, anstatt uns hinter den falschen christlichen Lehren zu verstecken. Wieso? Okay, er ist wahnsinnig. Wir sind feige, wir wollen hier nicht die Konfrontation. In Ordnung, sagen wir da nur. Eine Lokalheldin, auch da ziehen wir besser weiter. Okay, wir kommen an einem Zelt vorbei. Kommt herein, oh mächtiger Herzog. Wollen wir die Zukunft voraussagen lassen? Ja, ich würde mal sagen, gerade weil wir feige sind, finden wir das ganz gut. Und, oh Gott, wir haben noch ein schlechtes Umhalten. Das ist natürlich unangenehm. Puh, für 5 Jahre. Aber es geht noch weiter. Die Reise durch die manchmal raue Umgebung hat zumindest eine belebende Wirkung auf meinen Geisteszustand. Aber Wilhelm hat Probleme und sein Neffe, der mitgekommen ist. Tja, wir sind aber, genau, wir sind komplett gefühllos. Es ist nur ein kleiner Husten, sagen wir zu ihm. Und er kriegt die Lungenentzündung. Eieiei. So. Hier gibt es Probleme. Sprachbarriere-Probleme. Wir haben offenbar mitgeholfen, deswegen sind wir schneller da. Okay, da sind wir beim Kaiser angekommen. Dann können wir gespannt sein, worum es bei dieser kaiserlichen Jagd gehen wird. Herzog Salinguera ist derjenige, der sie organisieren wird. Okay, es geht um Rehe. Naja, die Erfolgschance ist sehr hoch, das ist schön. Dann können wir durchaus da dabei sein. Die Frage ist, können wir unseren Vorsatz vielleicht noch ändern? Eine Bestie wollen wir nicht erledigen. Die Frage ist, gibt es jemanden, mit dem wir uns anfreunden können? Mit dem Kaiser selbst? Warum eigentlich nicht? Ja, ich glaube, er wird in der Hinsicht ein bisschen selbstbewusster. Machtpolitisch scheint ihm das auch passend zu sein. Andererseits, wir wissen nicht, wie lange der Kaiser noch leben wird. Aber gut. Versuchen wir uns mal mit dem Kaiser anzufreunden. Schauen wir mal, wie das funktionieren wird. Wir haben aber hier unten noch wieder ein Gedicht erhalten. Ah, Herzog Rissow, der Herzog von Bayern. Reue und Sorge, schreibt er, welch grausamer Herr der Zufall doch ist. Wir bleiben zurück in der Trauer, die uns zerfrisst. Wenn jemand Großes so tief fällt, ist er immer wie durch eine Narbe entstellt. Meint er damit den Tod unseres Bruders vielleicht? Ja, wir sagen ihm mal, das kommt von Herzen. Das Gedicht loben wir, auch das eher so ein bisschen aus der Feigheit heraus. So, wir haben die Gelegenheit, uns mit dem Kaiser zu unterhalten.
Tja, und jetzt ist die Frage, ich meinte, wir könnten jetzt über Jagdvögel sprechen. Das passt sogar zu uns, weil wir da ein bisschen Erfahrung haben. An welche Seite appellieren wir hier? Machen wir das mal, Jagdvögel zu zähmen. Ich sehe das den Kaiser. Ah, ja. Er stürzt sich eifrig in Einzelheiten über Bogensehen und Fall. Prima. Okay. Auf jeden Fall schon ein bisschen Meinung gewonnen. Mhm. Jägererfahrung erhöht sich. Okay, wir haben das Reh gefunden. Und Kaiser Manegold will das Reh mit dem Bogen überraschen. Das ist ihm allerdings nicht gelungen. Wow, bei einer Erfolgsquote von 80%. Man kann nicht immer gewinnen. Wohl wahr. So, solche Jagden sind die reinste Freude. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Jahr. Ich bin dabei nicht vorangekommen. Ah, okay, alles klar. Das haben wir nicht geschafft. Uns anzufreunden mit dem Kaiser, das war vielleicht auch etwas zu viel. Zu optimistisch gedacht. Hack, Hack, was ist hier? Der massive Holzklotz. Ah, okay, die Holzklotz-Geschichte. Nein, körperliche Arbeit ist unter meiner Würde. Und es geht weiter mit der Jagd. Gertrude, diesmal unsere Tochter, unsere Älteste, ist mit. Es geht um Wildkaninchen. Wollen wir einen Wettbewerb mit ihr machen? Ja, machen wir. Oh, okay. Guter Schuss. Jetzt haben wir nochmal wieder eine Hasenpfote erhalten. Wir selbst haben die Sehne gespannt. Da sind wir durchaus stolz darauf und wir erhalten von Gertrude 175 Gold. Wow. Und eben dieses Artefakt. Der Mann aus Metall, dem überlassen wir seinem Schicksal. Wir sind gefühllos. Wir schauen aber mal kurz die Hasenpfote. Wisst ihr was? Die hat jetzt für uns eine gewisse Bedeutung. Die werden wir jetzt mal anlegen. Und wir sind zurück. Nichts weiter passiert an dieser Stelle. Okay, ich werde mal einen letzten Blick hier auf unsere Kinder unternehmen, beziehungsweise mal auf das Thema Nachfolge. Genau, also Peter würde Schmalkalden und Gleichen erben, Karlmann würde Schopron erben und Leopold würde dann Lobdeburg erben und damit würde Eckbert als einziger der Söhne leer ausgehen. So ist das. Okay. Und ein letzter Blick hier ins Kaiserreich. Kaiser 66 Jahre, aber immer noch unangefochten, wie es aussieht. Hat er bei der Wahl noch irgendwas erreichen und verändern können? 7, 6, ja, er hat tatsächlich jemanden umdrehen können. Oh, das ist jetzt aber eine Meisterleistung. Prinz Valentin, sein Sohn, würde jetzt gewählt werden. Bemerkenswert. Das hätte ich tatsächlich nicht mehr erwartet, dass ihm das gelingt. Spannend. Und wir schauen mal nach Polen, wo unser Verwandter König Rudolf nach wie vor König ist. Mit 75 Jahren hat seine Position auch stark gefestigt. Sein Sohn übernimmt das Ganze dann. Auch das eine bemerkenswerte Entwicklung, wie ich finde. Okay, gut. Damit verlassen wir an dieser Stelle Herzog Leopold III., den wir dann in der nächsten Staffel wiedersehen werden. Und wir erreichen in dieser dann das 14. Jahrhundert. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.